Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Fremdsprachen sind faszinierend und haben außerdem noch einen kleinen netten Nebeneffekt. Wer sie beherrscht, wirkt automatisch klüger. Kleines Beispiel. Hello. Na, ist das nicht ein absoluter... Okay, vielleicht nicht ganz. Aber man kann fremde Sprachen natürlich auch für seine eigenen Zwecke missbrauchen. Man könnte zum Beispiel den schlechtesten Witz machen, der jemals einem Menschen über die Lippen gekullert ist. Nämlich, wie begrüßen sich zwei französische Kiffer? Bonjour! Damit muss man allerdings sagen, dass man gerade als jemand, der Dinge produziert, die man auf anderen Teilen der Welt veröffentlichen möchte, ein bisschen aufpassen sollte, wie man diese nennt. Nissan hat das blöderweise herausgefunden, als sie ihr Auto Pajero genannt haben, ohne vorher zu recherchieren, dass das auf Spanisch Wichser heißt. E-tron, das Auto von Audi, heißt Stück Scheiße auf Französisch. Hulu bedeutet Arsch auf Indonesisch. Sci-Fi, der Fernsehsender, heißt Syphilis auf Polnisch. Sega bedeutet auf Italienisch Wichsen. Also da kann man auf jeden Fall unglaublich viele tolle Dinge herausfinden. Vor allem, wenn man dann etwas länger drüber nachdenkt. Während die Original, sagen wir mal Film- oder Literaturerzeuger, möglicherweise einfach nur fremde Wörter verwendet haben, um das Ganze ein bisschen eben fremd und mysteriös und bedrohlich wirken lassen. So ist es natürlich auch immer spannend, wenn wir es mit Dämonen zu tun haben. Pazuzu, Gott, klingt auch eher ein bisschen lächerlich, aber wenn wir von einer fremden Gestalt besessen werden, dann klingt doch der Horla irgendwie nach etwas Bösem. Gut, wenn man das Ganze auf Französisch übersetzt, ist Orla mehr oder weniger nur dort draußen, also der da dort? Echt jetzt? Auf jeden Fall ist das die Inspiration, die damals bereits Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde. Der Horler, also der da dort draußen, geht zurück auf einen bekannten Autor namens Guy de Maupassant, dessen literarische Werke übrigens fast 300 Mal bislang verfilmt wurden in zahlreichen Klassen und Ländern. Sein bekanntestes Werk ist definitiv Bel Ami. Es wurde allerdings auch ein Teil von seinem Werk verwurstet mit anderen Geschichten von Anton Tschechow und Alexei Tolstoi für die drei Gesichter der Furcht von Mario Bava. Dabei ist der Horla allerdings eine besondere Geschichte, weil sie mehr oder weniger das klassische amerikanische Science-Fiction- und Horror-Kino des Kalten Krieges ein bisschen vorweggenommen hat. Eine Ich-Erzählung, eine Novelle, die mehr oder weniger zeigt und handelt von einer Person, die quasi von diesem Wesen da draußen beherrscht wird und dominiert wird. Dabei definiert sich eben dieses Wesen als etwas, das eigentlich bereits länger auf der Erde ist als die Menschen. Eine Vorlage ganz offensichtlich für das kosmische Grauen, das dann zum Beispiel auch von H.P. Lovecraft weitergedacht wurde, weil Lovecraft tatsächlich bekennender Fan der Geschichten von Guy de Maupassant waren. Und lustigerweise haben Lovecraft und Maupassant auch noch eines gemeinsam. Damals, als sie noch gelebt haben, waren sie in den Ländern, in denen sie gelebt haben und geschrieben haben, nicht wirklich beliebt. Eher haben sich ihre Werke dann gut im Ausland verkauft oder halt natürlich Jahrzehnte später. Und bei Maupassant war das auch so, dass er in Frankreich gar nicht mal so bekannt war. Dort fand man vor allem, dass seine Geschichten viel zu trivial waren. Und diese Bücher, die waren alle so dünn und so wenige Wörter. Und das brauchen wir Franzosen nicht. Nein, nein, nein. In Amerika, man merke die Ironie, haben sich die Leute natürlich über kleine, dünne Bücher mit wenigen Wörtern gefreut und haben dort einen großen Fankreis für Guy de Maupassant aufgebaut. Und deswegen war das natürlich naheliegend, dass da auch irgendwann einmal eine riesige Latte an Verfilmungen daherkommt. Vor allem, weil ein gewisser Herr Roger Corman gerade mit seinen Edgar Allan Poe Verfilmungen relativ beliebt war und sich eben deswegen andere Produzenten gedacht haben, hey, dieser Kuchen schaut lecker aus, da könnte ich mir doch ein Scheibchen davon nehmen. Allerdings waren Dinge wie Edgar Allan Poe bereits besetzt und man musste andere Autoren finden. So war das dann eben der Weg zu Guy de Maupassant, den der Talentsucher und Filmproduzent Edward Small begleitet hat. Der hat für
KO gearbeitet, hat teilweise natürlich an seinen großen Projekten gearbeitet, brauchte aber für die damals üblichen Kino-Double-Features auch immer wieder so diese kleinen Drecksfilmchen, diese B-Movies für zwischendurch. Da er hatte grundsätzlich einmal auf der oberen Seite ein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Roger Corman, aber davon kam eigentlich nur der Massenmörder von London mit Vincent Price zustande. Aber zu dieser Zeit hat er außerdem auch mit einem Regisseur namens Reginald LeBorg zusammengearbeitet, der übrigens in Wien geboren wurde und der unter den Fittichen von Small eben Teile dieser kleinen B-Movies gedreht hat. Teilweise extrem flott und extrem effektiv, weswegen man ihm dann immer größere Produktionen gegeben hat, sodass er letztens einen B-Movie namens Deadly Duo gedreht hat, das in England sogar im Double Feature mit James Bonds Debüt, James Bond Jagd Dr. No, aufgeführt wurde. Deswegen war es dann auch er, den man zu Rate gezogen hat, eben als Ersatz für Roger Corman als Regisseur für mehr oder weniger eine ganz offensichtlich Corman-Poe-inspirierte Guy de Maupassant-Verfilmung, nämlich den Film Diary of a Madman, was übrigens wesentlich besser geklungen hat als Der Horler, weswegen man die Geschichte dann letzten Endes wieder umbenannt hat. Dabei ist übrigens auch interessant, dass Der Horler in der deutschen Fassung wesentlich bedrohlicher und eindringlicher spricht und wirkt, als er das in der etwas braveren, helleren englischen Originalfassung tut. Aber wenn wir vielleicht noch einen kurzen Blick hinter die Kulissen werfen, Reginald LeBorg eben als Regisseur bei diesem Film tätig, hat insgesamt bei über 100 Filmen auf dem Regiestuhl gesessen. Dinge auch wie Voodoo Island und die Schreckenskammer des Dr. Tosti, war allerdings jemand, der auch fürs Theater gearbeitet hat und der es Zeit seines Lebens gehasst hat, wenn man ihn als Horrorregisseur bezeichnet hat. Gut, er wird es wahrscheinlich jetzt immer noch hassen, aber kriegt halt niemand mit. Robert E. Kent hat das Drehbuch geschrieben, der beispielsweise auch das Drehbuch für ebenfalls einen Vincent Price Klassiker aus dem Jahr 1963 geschrieben hat, nämlich Das Gift des Bösen, ein Film, wo interessanterweise auch zahlreiche andere Leute, die im Cast oder der Crew von Tagebuch eines Mörders mit dabei waren, mitgewirkt haben. Ich glaube, dass es an dieser Stelle nicht mehr notwendig ist, irgendetwas über die Legende Vincent Price zu sagen, einen der genialsten amerikanischen, übrigens trotz seines natürlich einstudierten, aber absolut perfektionierten britischen Theaterenglisches, das er in den Filmen spricht, die Stimme im Intro von Michael Jacksons großartigen Thriller-Musikvideo, ein Darsteller, der über 200 Filme mit seiner Präsenz aufgewertet hat und der es eben schafft, nicht nur in den großartigen Meisterwerken, in denen er zu sehen ist, Dinge wie die Schreckenskabinett des Dr. Fives oder eben auch das Haus auf dem Geisterhügel, den ich sehr mag, der es allerdings alleine durch seine Präsenz, alleine durch sein großartiges Spiel schafft, auch kleinere Filme aufzuwerten. Und das ist etwas, eine Kategorie, wo ich Tagebuch eines Mörders durchaus hineinversetzen würde, denn der Film hat eine Geschichte, die wahrscheinlich damals im 19. Jahrhundert noch nicht ganz so oft verwendet war, wie halt dann damals in den 1960er Jahren. Und dass der Film halt durchaus auch die ein oder andere Länge zu bieten hat, was aber tatsächlich, gerade aufgrund des fantastischen Spiels von Vincent Price, gar nicht einmal so stört, weil eben alleine sein Charakter und sein Schauspiel eine tolle Atmosphäre erzeugt und alleine eben die Art, wie Vincent Price reagiert und was mit seinem Charakter passiert, für mich als Zuschauer auch im Jahr 2024 immer noch ausreichend Motivation geliefert hat, um mich wirklich auch bei den etwas langatmiger inszenierten Passagen von Tagebuch eines Mörders zu keiner Zeit zu langweilen. An seiner Seite spielt übrigens Nancy Kovac, die beispielsweise auch als Medea in Jason und die Argonauten mit dabei waren, die Theresa Stone war in Verschollen im Weltraum beziehungsweise als Nellie Bly in Frankie und Johnny zu sehen war. Wir sehen Elaine Depp, die deswegen interessant ist, weil sie die Ehefrau von Mickey Rooney war und an seiner Seite auch bereits in den 50er Jahren bei dem Science-Fiction-Klassiker The Atomic Kid gespielt hat, beziehungsweise auch noch bei The Boy Who Cried Werewolf, Der Mann in Mummies Bett oder Denk bloß nicht, dass wir heulen. Wir sehen, apropos heulen, Ian Wolf in diesem Film, der übrigens auch bei über 300 Produktionen mitgewirkt hat, der seit Mitte der 30er Jahre vor der Kamera steht, teilweise zum Beispiel den Carter in in der Anklage gespielt hat. Er war PTO in George Lucas' THX 1138 und hat seine allerletzte Leinwand
Präsenz gehabt im Jahr 1990 als Forger in Dick Tracy. Wir sehen Harvey Stevens, der beispielsweise zu sehen war, in dem ebenfalls, ich glaube, mit Vincent Price in der Hauptrolle getreten, genau, Klassiker The Bat, das Biest aus dem Jahr 1959, hat also eben quasi schon 4 Jahre vorher noch einmal mit ihm zusammengearbeitet, war außerdem als Aktienhändler in einer uncredited Nebenrolle sogar in Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte zu sehen. Ebenfalls zahlreiche Film- und Fernsehauftritte hatte Dick Wilson, nämlich über 160 an der Zahl. Darunter war in 18 Folgen von Verliebt in eine Hexe immer wieder in anderen kleinen Rollen zu sehen. Hat außerdem auch noch Rollen in Dingen wie Cheech and Chong, Jetzt hat sich's ausgeraucht, oder Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K gehabt. Wir sehen George Savaya, der auch in über 140 Produktionen mitgewirkt hat, aber dabei als Girard in Airport 1980, als Quetch in Batman hält die Welt in Atem. Er war einer der Stuntleute bei Die Klapperschlange oder das erste Opfer der Repo Man in, man wird's kaum glauben, Repo Man. Dann sehen wir in dem Film Joseph Ruskin, beziehungsweise wir hören Joseph Ruskin eigentlich nur, weil der eben im Original die Stimme des Horler spricht, der lustigerweise auch bis ins Jahr 2006 noch als Schauspieler aktiv war, sich dann zurückgezogen hat und erst 2013 verstorben ist. Er war Primus Barazza in Smoking Aces, das war generell sein letzter Filmauftritt. Er war ein Tribal Leader in Scorpion King, er hat als Alain Christophe in 3 Folgen von Alias die Agentin mitgespielt, in zahlreichen verschiedenen Star Trek Properties. Er war allerdings auch noch als Rounds in Cyber Tracker. Er war der Pitboss in ein unmoralisches Angebot oder zum Beispiel auch Malcolm in Talon im Kampf gegen das Universum. Hinter der Kamera gibt's auch ein paar interessante Namen. Da stand nämlich Alice W. Carter, der beispielsweise auch als Assistent bei In 80 Tagen um die Welt aus dem Jahr 1956 gearbeitet hat, der aber auch bei fast 100 Filmproduktionen selbst die Kamera geführt hat, so Dinge wie Die unglaubliche Geschichte des Mr. C, in den Klauen der Tiefe, beziehungsweise auch Das Geheimnis des steinernen Monsters. Musikalisch untermalt wurde das Ganze dann von Richard LaSalle, der beispielsweise auch die Musik geschrieben hat von über 80 verschiedenen Filmproduktionen, da ist mir gerade ein Titel verrutscht, Piranha, der Fluss des Grauens beispielsweise war hier mit dabei, beziehungsweise auch noch Monster Squad, wahrscheinlich die Serie, genau, die 13 Folgen der Fernsehserie, oder aber auch Das Gift des Bösen aus dem Jahr 1963. Dazu muss man auch wirklich eben sagen, dass man bei Tagebuch eines Mörders wirklich merkt, dass es sich um eine Low-Budget-Produktion der damaligen Zeit handelt, dass allerdings eben wirklich Vincent Price alleine schon einmal genug davon tragen kann, um diesen Film unterhaltsam zu machen. Und deswegen freut es mich, dass dieser Film nicht irgendwo im deutschsprachigen Raum verschollen ist. Er kam zwar im August 1963 über United Artists in die deutschen Kinos, lief damals sogar noch mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren, wurde mittlerweile bereits auf ab 12 heruntergestuft und erschien dann, nachdem laut OFDB niemals eine Videokassette erschienen ist, vor einiger Zeit über Ostalgica auf DVD. Dabei gab es interessanterweise ein limitiertes 2-Disc-Set im Dezember 2019, wo der Film nicht nur auf DVD enthalten ist, sondern auch noch auf einer, falls sich daran jemand erinnern kann, einer AVCHD-DVD. Das war quasi eine DVD, auf der der Film in HD abgespeichert ist, allerdings nicht auf Blu-ray, trotzdem brauchte man einen Blu-ray-Spieler dafür. Ein Konzept, das sich aus für mich komplett unverständlichen Gründen nicht durchgesetzt hat. Das jetzt allerdings glücklicherweise auch bei diesem Film nicht der Weisheit letzter Schluss war. Denn im Jahr 2024 hat sich Wicked Vision des Films angenommen und veröffentlicht ihn im Rahmen der hauseigenen Limited Collectors Edition. Ab dem 29.02.2024 gibt es von diesem Film auch tatsächlich eine echte, richtige, wirkliche Blu-ray mit dem Film in wirklichem HD. Davon habe ich dankenswerterweise von Wicked Vision Rezensionsmuster für dieses Video bekommen und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check nicht nur über ein Cover, sondern über alle 3 erschienenen Mediabooks zu dem Film
Tagebuch eines Mörders zu sprechen. Wicked Vision veröffentlicht den Film Tagebuch eines Mörders in drei verschiedenen Cover-Artworks als Blu-ray plus DVD-Mediabook, wobei es sich bei zwei von diesen Covers um Original-Kinoplakatmotive handelt und das dritte ein neu gestaltetes von Frederick Cooper ist. Ich möchte allerdings auch dieses Mal wieder natürlich auf der linken Seite beginnen mit einem der beiden Originalmotive. Dabei handelt es sich um das alte deutsche Kinoplakatmotiv, mit dem der Film eben von United Artists in den 60er Jahren in die deutschen Kinos gebracht wurde. Aber bevor wir da einen Blick drauf werfen, vielleicht ein ganz kurzer Vergleichsblick auf den beiliegenden Cover-Aufleger, der, wie von Wicked Vision gewohnt und demnach auch bei den anderen beiden Mediabooks gleich durchgeführt, nicht irgendwie an dem Mediabook angeklebt wurde, sondern einfach nur mit einfoliert, sodass dieser entfernt werden kann, ohne etwaige Rückstände zu hinterlassen. Dabei bietet allerdings eben dieser Cover-Aufleger grundsätzlich exakt das gleiche Artwork, nur mit leicht unterschiedlich platzierten Schriftzügen. Dabei natürlich dann auch noch zusätzlich den Hinweis auf die Limited Collectors Edition Nummer 74 sowie den großen FSK-Flatschen und dann eben Informationen rund um das Bonusmaterial. Und auf dem Backcover können wir bereits, oder auf der Rückseite von dem Flyer können wir bereits einen Vorgucker auf dieses absolut großartige gezeichnete Artwork von Poltergeist 2 werfen. Dafür schauen wir jetzt dann einmal auf das eigentliche Mediabook von Tagebuch eines Mörders. Auch dieses Mal wieder ein mattes Mediabook in meinen Augen, allerdings mit einem sehr schönen Druck, der sich wirklich extrem genau an dem alten deutschen Kinoplakatmotiv orientiert. Der Ort, wo der Name von Vincent Price steht, ist exakt identisch. Es ist der Titelschriftzug genauso geschrieben wie in der Vorlage. Das Einzige, was weggelassen wurde, ist unterhalb von diesem Titelschriftzug noch einmal eine weiße Textzeile, quasi nach Novellen von Guy de Maupassant. Und aber auch der Block hier auf der rechten Seite mit dem Hinweis auf eben den Drehbuchautor, den Regisseur und Nancy Kovac, ist hier genauso wie in der Vorlage. Dabei hat man diese Elemente, finde ich, hier schön dargestellt. Ich mag auch, wie schön diese kräftigen Farben sich hier separieren, während wir natürlich eben diesen grünen Schimmer, der ja auch in dem Film sehr präsent ist, als weiteres Standardelement auf dem Cover haben. Aber eben der weibliche Charakter auf diesem Cover-Artwork, das Opfer, das eben hier von dieser grünlich-schwarzen, einäugigen Silhouette erstochen werden soll, das ist in Schwarz-Weiß dargestellt. Das finde ich alles von der Stilistik, vom Farbaufbau, beziehungsweise eben auch von der Anordnung der einzelnen Elemente künstlerisch extrem spannend und interessant. Aber wechseln wir jetzt dann einmal zum zweiten Cover-Artwork hier in der Mitte. Dabei handelt es sich um ein Motiv, das damals beispielsweise in den französischen Kinos verwendet wurde und das auch ein paar interessante Elemente aus diesem Film übernimmt, nämlich beispielsweise diese, ich sage jetzt einmal, Büsten, die in dem Film immer wieder vorkommen, nämlich teilweise natürlich auch an die, sagen wir mal, inoffizielle Professor Bondi-Fortsetzung Bucket of Blood, a.k.a. Na, wie hat's geheißen? Vermächtnis, Bondi halt, erinnert hat, aber wir sehen dann im Hintergrund eben auch Vincent Price hier mit seinem Gesicht und ebenfalls diesem grünen Schimmer, diesem grünen Licht, das eben auch in dem Film die Besessenheit und die Präsenz von dem Horler darstellt. Was ich bei diesem Cover-Artwork allerdings ganz besonders genial finde, ist auf der einen Seite diese schöne, ein bisschen verspielt wirkende Schreibweise des Titelschriftzugs, die ein bisschen nachempfunden zu sein scheint, dem alten französischen Titelschriftzug auf dem Kinoplakat, allerdings noch ein bisschen anders, eben die Art, wie die beiden Zacken von dem M unterschiedlich groß dargestellt werden, wie dieses S so schön verschnörkselt ist, wie es teilweise eben lustigerweise bei Sandalenfilmen öfter war. Und ein solcher war ja der, der ursprünglich mit Tagebuch eines Mörders im Double Feature gezeigt wurde. Aber ich mag eben auch, wie der Titelschriftzug hier ganz offensichtlich auf einer Art Steinplakette stehen soll, wie dann eben diese knalligen Farben im Hintergrund dargestellt werden. Das spricht mich alles sehr an. Dazu vielleicht auch hier einmal ein kurzer Blick auf eben den ebenfalls beiliegenden Cover-Aufleger. Da sehen wir ebenfalls eben den Hinweis auf die Collector's Edition, ein bisschen verschobenen Namenshinweise und dann den FSK-Flatschen beziehungsweise den Blurb mit den Hinweisen rund um diesen Release. Und last but not least kommen wir dann auf der rechten Seite eben zu dem neu und exklusiv für diesen Release erstellten Cover-Artwork von Frederick Cooper. Auch hier ein ganz kurzer Blick auf den
Cover-Aufleger, der eben seine bekannten Elemente auch zusätzlich auf dieses Cover bringt, ohne dass dabei anderwertige Veränderungen notwendig waren. Dabei handelt es sich ja auch um ein sehr schickes Artwork. Cooper war ja auch ein Cover-Artist, der beispielsweise bei den Snake Artworks von Wicked Vision bereits tätig war. Der hier, finde ich, mit seiner Mischung aus fast digitaler Ästhetik und gezeichneter Ästhetik hier eine sehr schöne Konstellation aus verschiedenen Elementen hat. Natürlich auf der einen Seite Vincent Prices Gesicht absolut perfekt getroffen, auch mit diesem grünen Schimmer über den Augen, dann eben im Hintergrund ein Blick auf diese Statue mit dem herausgebrochenen Auge, beziehungsweise eben der Totenschädel hier links unten. Was ich bei diesem Artwork ganz besonders toll finde, ist, wie diffizil, beziehungsweise wie fein hier das Farbspektrum ausgelotet wird von diesen kleinen bläulichen lila Elementchen hier auf der unteren Seite bis hin zu diesem hellen, knalligen Gelb, Orange, Rot auf der rechten Seite, dieser grünlichen Spirale in der Mitte, die dann natürlich kulminiert in dem wirklich giftgrün leuchtenden Part um Vincent Prices Augen, dass jeder einzelne Pinselstrich auf diesem Bild einfach nur perfekt punktscharf gesetzt wurde. Das ist ebenfalls ein, wie ich finde, nicht nur vom Konzept und vom Arrangement, sondern dann letzten Endes auch von der Umsetzung her absolut großartig gemachtes Cover. Jetzt können wir dann einmal einen Blick über die drei Spines werfen, die deswegen natürlich spannend sind, weil Wicked Vision auch bei diesem Titel wieder bei allen drei Mediabooks denselben Titelschriftzug verwendet, der eben auch auf dem Frontcover verwendet wurde, weswegen alle drei Mediabooks hier auf dem Spine einen unterschiedlichen Titelschriftzug haben. Dafür ist das Backcover bei allen drei Mediabooks gleich, respektive bei den Covern B und C wirklich exakt identisch. Beim Cover A hat man sich hier für eine andere Leitfarbe entschieden und verwendet grün anstatt von gelb. Ansonsten bieten allerdings alle drei Mediabooks dieselbe Inhaltsangabe, Cast and Crew-Angabe, technische Details, sowie dann auch die Informationen rund ums Bonusmaterial, das bei diesem Release natürlich wieder absolut großartig ist. Auf der Audiokommentarfront gibt es auf der einen Seite einen Kommentar mit Dr. Steve Haberman in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln, beziehungsweise einen deutschen Audiokommentar von dem Dream Team Dr. Gerd Naumann, Christopher Klese und Matthias Künnecke, die auch hier wieder sehr schön über den Tellerrand des Films hinaus gehen, ein bisschen auch eben auf die Werke von Maupassant eingehen und zahlreiche wirklich wissenswerte und interessante Informationen abliefern. Aber auch darüber hinaus gibt es beispielsweise vom Grimlife Collective Special eine Location Tour mit Vincent Price, die sich eben zum Beispiel mit seinem Elternhaus und einigen anderen Abschnitten seines Lebens beschäftigt, dabei mit einer absolut großartigen Gesangseinlage aus dem Fernsehen beginnt. Absolut fantastisch, das muss man wirklich gesehen haben. Beziehungsweise, was ich persönlich auch noch großartig finde, ist ein beiliegendes Interview mit Vincent Price von David DeVal. Man weiß, wie viele Interviews mit Vincent Price es wirklich gibt. Und wenn ich dazu sage, dass dieses jetzt über eine Stunde dauert und damals Ende der 80er Jahre das 50-jährige Filmjubiläum von Vincent Price zelebrieren hätte sollen, damals als übrigens der Film Whales of August rauskam, der dann natürlich auch der Aufhänger von diesem Interview war. Es gibt allerdings auch ein bisschen Informationen über andere Filme, an denen Vincent Price teilgenommen hat. Tagebuch eines Mörders ist hier allerdings nicht das Zentrum, aber wie gesagt, ein über 60 Minuten langes Interview mit einem ziemlich gut aufgelegten Vincent Price ist definitiv die Beilage hier auf dem Mediabook, beziehungsweise dann eben auch unsere Betrachtung wert. Über den Film Arkfeld, der als Bonusfilm ebenfalls noch auf diesem Mediabook enthalten ist, unterhalten wir uns in Kürze. Jetzt möchte ich zuerst einmal exemplarisch bei einem von diesen drei Mediabooks ins Innere blicken und uns und herzeigen, was da für auf uns wartet. Auf dem Frontcover vom Booklet nämlich ein weiteres absolut großartiges, bekanntes Motiv zu diesem Film. Das ist wie auch das Cover B eines, das zum Beispiel in Frankreich ausgewertet wurde. Von dem gibt es allerdings auch eine englische Alternative und das ist, finde ich, eine wirklich großartige Zeichnung. Auch hier Vincent Price natürlich mit dem grünen Schimmer um die Augen dargestellt, allerdings fast schon ein bisschen wie der eine James Bond Bösewicht, fast wie der Beißer aussehend, oder? Auf der linken Seite dann
das Haus auf dem Geisterhügel hier oben. Aber finde ich auch ein sehr schönes Motiv, das auf der einen Seite eben denselben Titelschriftzug hat, wie wir es da, wie wir ihn dann eben auch auf dem Cover B, auf dem anderen französischen Motiv gehabt haben. Hier sehr schön farblich abgetrennt, beziehungsweise eben dieser Unterschied zwischen den feineren und den groberen Pinselstrichen für den Vorder- und Hintergrund, finde ich auch durchaus clever. Dazu haben wir wieder diesen typischen bräunlichen Farbverlauf im Inneren von dem Mediabook, den wir auch schon von zahlreichen anderen Wicked Vision Mediabooks kennen. Beziehungsweise, wenn wir dann unterhalb der beiden Discs blicken, sehen wir da wieder zwei von den klassischen Werbematern für diesen Film und auch ein sehr schön bearbeitetes und verfremdetes Bild dann eben auch hier auf dem Backcover. Aber von dem Booklet. Aber apropos Booklet, da sollten wir natürlich noch einen genaueren Blick drauf werfen, denn das ist bei diesem Mediabook wieder bestehend aus 24 Seiten und geschrieben von keinem geringeren als Christoph Kellerbach, der auch bei diesem Film wieder eine Menge an wahnsinnig interessanten und wissenswerten Informationen zusammengetragen hat, der ebenfalls, wie eben auch das deutsche Dream Team im Audiokommentar, ein bisschen über den Tellerrand des Films herausblickt, der auch ein bisschen biografische Informationen über Guy de Maupassant zusammengetragen hat. Natürlich eben auch einige Informationen, die ich mir dankenswerterweise für den Anfang von dem Video geborgt habe, über die Produktion und Entstehung des Films. Einige wissenswerte Sachen, das ist nach der Sichtung des Films definitiv lesenswert. Und grundsätzlich muss man sagen, dass Wicked Vision hier auch wieder drei wirklich sehr, sehr schön abwechslungsreich gestaltete und hervorragend verarbeitete Mediabooks gelungen sind. Aber bei einem Film aus dem Jahr 1963 ist die optische Aufbereitung der Verpackung zwar natürlich auch ein Argument für uns Sammler, aber bei weitem nicht so wichtig wie die tatsächliche optische Aufbereitung des Films an sich. Denn die Leute, die ihre Mediabooks tatsächlich auspacken und damit diese ganz überraschende Fähigkeit besitzen, den Film auch wirklich anschauen zu können, die wollen das womöglich in der bestmöglichen Qualität tun, ohne dass ihnen dabei quasi der Horler und die Grausbirnen aufsteigen, die man dann in die Tasten im Internet klopfen muss. Deswegen möchte ich mir mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check auch bei diesem Titel natürlich wieder anschauen, welche kosmischen Wesen im Fall von Screenshots wir da heraufbeschwören können. Die Screenshots habe ich natürlich allesamt selber heraufbeschworen und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, aber ich musste die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Tagebuch eines Killers ist ein Film aus dem Jahr 1963, der demnach im tatsächlichen Alter von 60 Jahren jetzt seine deutsche HD-Premiere feiert. Und ja, ich zähle diese alte Version nicht unbedingt. In Amerika gibt es eine Blu-ray bereits seit dem Jahr 2016, als Shout Factory den Film gemeinsam mit Master of the World, Tower of London und Cry of the Banshee als Vincent Price Collection Nummer 3 in High Definition veröffentlicht hat. Dort wird darauf hingewiesen, dass dieser Transfer von einem Interpositiv erstellt wurde und mein persönlicher Bildeindruck von der deutschen Blu-ray von Wicked Vision deckt sich eigentlich im Grunde mit dem, was die amerikanischen Kollegen über das US-Counterpart sagen. Leider liegt mir die amerikanische Blu-ray von Shout Factory allerdings nicht für einen direkten Vergleich vor, weswegen ich über de facto Unterschiede im Encoding beziehungsweise vielleicht zusätzliche kleine Tweaks an dieser Stelle nicht besonders viel sagen kann. Was man allerdings definitiv nicht unerwartet, nicht unerwähnt lassen darf, ist die Tatsache, dass Tagebuch eines Mörders für einen Film aus den frühen 60er Jahren wirklich sehr zufriedenstellend aussieht auf der deutschen Blu-ray, dass das Bild natürlich ein kleines bisschen grober erscheint, als es das bei moderneren Filmen tut, was natürlich auch ein bisschen an dem damals verwendeten Filmmaterial bzw. dem Equipment und dessen Lagerung sieht. Es ist auch eben nur ein Interpositiv und kein Originalkamera-Negativ, das hier als Quellmaterial zur Verfügung steht. Aber was man wirklich sagen muss, ist das Bild, dass das Bild einen sehr schönen organischen Touch hat. Wir haben eigentlich grundsätzlich durchaus intakt wirkendes Grain. Das Bild wirkt eben vielleicht ein bisschen grober und ein bisschen flacher und nicht durchgehend so plastisch, wie man das wirklich von den bahnbrechenden OCN-Restaurationen
Generationen kennt, aber man hat eigentlich grundsätzlich durchaus kräftige Farben, die vielleicht teilweise ein bisschen zu intensiv wirken, vor allem bei den Gesichtern ist das deutlich, aber trotzdem eine recht schöne Balance zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen haben, weswegen hier der Kontrast durchaus überzeugen kann. Wir haben vor allem seitens Wicked Vision ein absolut großartiges Encoding wieder, das uns diesen Film mit seinen 97 Minuten mit 27,0 GB auf der Blu-ray serviert, sodass etwaige Kompressions- und Encoding-bedingte Schwächen wie Blöcke, Artefaktbildung oder gar Banding bei diesem Transfer insgesamt nicht auffallen. Und auch wenn Diary of a Madman jetzt sicherlich nicht zur absoluten Elite und Referenzklasse eines 1960er Horrorfilmklassikers gehört, muss man sagen, dass man mit der hier gebotenen Bildqualität definitiv sehr zufrieden sein kann. Und jetzt möchte ich ganz kurz umschwenken zu dem Bonusfilm Arkfeld, der nämlich von Laurent Omansieg von Wicked Vision direkt gedreht wurde. Und da habe ich mir gedacht, können wir natürlich auch ein paar Screenshots einblenden, die ich aber natürlich möglichst spoilerfrei gehalten habe. Der Film ist mit einer Laufzeit von 37 Minuten ausgestattet, belegt dabei 9,79 GB auf der Disc und wurde natürlich rein digital produziert. Dabei hat Laurent sich allerdings bei diesem Film bemüht, den Stil und die Farbgebung natürlich in Schwarz-Weiß und sehr schön auch retroesk anzuhauchen, was finde ich bei diesem Bild auch sehr schön rüberkommt. Dazu hat dieser Film eine absolut geniale, fast Twin Peaksige und David Lynchige Atmosphäre. Über die tatsächlichen Inhalte des Films und worum es geht, möchte ich an der Stelle tatsächlich gar kein Wort verlieren, weil es sich eben hierbei um einen Mystery-Film handelt, der eben gerade davon lebt. Je weniger man beim Ansehen des Films zu Beginn weiß, desto gelungener ist es. Aber mit gewissen Kniffen, wie eben hier mit den Objektiven, mit der Beleuchtung und so weiter gearbeitet wurde, fand ich diesen Beitrag als Bonusfilm für diesen Release natürlich absolut großartig. Dazu ist erwähnenswert, dass es auch da noch einen optionalen Audiokommentar von dem Film gibt, wo eben Cesar, Make-up-Artist bzw. Produzent Olaf Kieser und natürlich Laurent selbst einige Informationen zum Film und dessen Dreh geben, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil eben gerade bei diesen kleineren Projekten ist es immer ganz besonders spannend, die Zugänge, Hintergründe, Details über die Umsetzung vor allem, weil natürlich immer wieder der entscheidende Faktor Geld auch noch mit reinspielt. Das ist definitiv etwas extrem Cooles. Eine deutsche Indie Filmproduktion aus dem Jahr 2023, die natürlich rein inhaltlich mit Tagebuch eines Mörders nichts zu tun hat, aber wirklich sehenswert, spannend und gut umgesetzt wurde und demnach einen physischen Release auf jeden Fall auch mehr als nur verdient hat. Und damit bekommen wir quasi zwei zum Preis von einem. Ist ja auch was Schönes, vor allem, wenn beide Filme am Ende des Tages durchaus überzeugen können. Ja, Tagebuch eines Mörders ist sicherlich nicht einer der großen amerikanischen Horrorklassiker der 60er Jahre, sicherlich auch nicht der spannendste oder atmosphärischste Film, den Vincent Price jemals gemacht hat, aber es ist eine typische, hingebungsvolle, authentische Vincent Price Performance, die mir persönlich wahnsinnig viel Spaß bereitet hat, insbesondere eben in diesen Besessenheitsmomenten, vor allem, weil dieser Film das Besessenheitsthema komplett anders anpackt, als das viele seiner Genre-Kollegen tun und diese innere Zerwürfnis des Vincent Price-Charakters immer mehr hier in den Vordergrund kommt und deswegen eben gerade diese Momente, wo Vincent Price quasi als Schauspieler eigentlich gegen sich selbst ankämpft, besonders beeindruckend gespielt waren und einfach nur sehenswert sind. Dazu bekommen wir bei der neuen Mediabook-Auflage von Wicked Vision natürlich auch großartiges Bonusmaterial, allen voran die zwei Audiokommentare bzw. das fantastische Interview von Vincent Price mit David Duvall, sei in diesem Fall positiv hervorgehoben. Das ist ein Release, der definitiv zum absoluten Pflichtprogramm für sämtliche Fans, nicht nur von Vincent Price im Speziellen, sondern natürlich eben auch von von amerikanischen Horrorklassikern der 60er Jahre. Wie interessant ist denn? Auf der einen Seite hat man natürlich seine Inspiration bei den Roger Corman Filmen gefunden. Man merkt auch teilweise bei der Art, obwohl der Film natürlich relativ weit von der Vorlage abweichen soll, auch ein paar Momente, wo dann H.P. Lovecraft sich festgesetzt hat und eben dann quasi sein Universum drumherum gesponnen hat auf Basis seiner Inspiration. Aber Tagebuch eines Mörders ist eine extrem interessante
spannende Geschichte. Hier wirklich cool mit Vincent Price in der Hauptrolle umgesetzt. Zwar, wie gesagt, nicht die Königsklasse, aber ein Film, der in einer großartigen limitierten Mediabook-Edition veröffentlicht wird und der definitiv sehenswert ist.